Herzlich willkommen zur allerersten Sendung von Capzilla TV, der Sendung von Anglern für Angler. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, Jan Dickenmittel-Brauns, und das kann interessant werden. Jan Brauns war spät dran. Erst im Alter von 14 Jahren nahm er die Angel in die Hand, denn zu Hause angelte keiner. Er wurde von Freunden an das Hobby herangeführt. Nach eigenen Angaben angelt Jan seit 21 Jahren schon immer nur auf Karpfen. Andere Fische haben ihn nie besonders interessiert, weil alle immer sagten, Karpfen seien am schwersten zu fangen. Jan studierte Biologie und beendete das Studium als Diplombiologe. Er arbeitete anschließend in einem Beratungsunternehmen für Pharma-, Biotech- und Chemiekonzerne. Seine Boilies rollte Jan schon immer selbst. Im Jahr 2003, noch während des Studiums, meldete Jan Nature Baits als Firma an und präsentierte sein Unternehmen noch im selben Jahr auf der Kultmesse in Braunfels mit einem Klapperstand. Die Dinge nahmen ihren Lauf. Jans Boilies wurden immer beliebter und seit 2010 arbeitet er hauptberuflich für seine Firma. Seine anglerischen Ziele, sagt Jan, habe er im Wesentlichen alle erreicht. Er war schon an den großen Gewässern Frankreichs unterwegs und hat sich dort an manchen Flecken als einer der ersten deutschen Karpfenangler blicken lassen. Und abgeräumt. Von sich selbst behauptet Jan, er habe das Geheimnis um das Thema Karpfenangel gelüftet. Er wisse genau, was die Karpfen wollen. Dabei spielen in seinen Augen besonders Futter und Futtertaktiken die entscheidende Rolle zwischen Erfolg und Misserfolg. Jan sagt, Karpfen fressen gerne, denn ein leerer Sack steht schlecht. Trotz der Erfolge ist Jan auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Er sagt, es sei das Wichtigste, mit dem eigenen Angeln zufrieden zu sein. Jan fängt nach wie vor gerne große Karpfen aus naturnahen Gewässern, aus großen Stauseen oder aus offenen Fließwassersystemen. Baggerseen üben auch ihren Reiz auf ihn aus. Und genau an so einem See wollen wir mal schauen, was Herr Dickenmittel alles kann. Wir sind gespannt. Thank you.
lag nur ein paar Minuten die Route, keine Stunde sicher, schon der erste Biss. Das geht gut los. Schöner Schuppi. Nach einer Kurzanleitung von Jan hat es gleich geklappt. Und man könnte fast denken, der wäre aus dem Kanal, aber wir sind hier am Baggersee. Ich hoffe, dass ich den Kanalangler-Style hier ein bisschen hinter mir lassen kann und im Laufe der Session auch noch ein großer Spiegler für mich rausspringt. Erstmal bin ich aber mit dem hier zufrieden und ich denke, so wie es angefangen hat, kann es weitergehen. 4 Bisse in kurzer Zeit. Ich glaube, das werden 3 richtig coole Tage. Ich habe mir hier einen typischen mitteldeutschen Baggersee ausgesucht zum Angeln. Ungefähr 20 Hektar groß. Durchschnittliche Tiefe liegt bei 5 Meter. Strukturarmes Gewässer. Es gibt Seen, die haben deutlich mehr Plateaus und Kanten und irgendwas. Dieses Gewässer hat vereinzelte Steinhaufen. Was vom Baggern kommt, die lassen ihre Steine rieseln. Dann liegen da Steinhaufen, vereinzelte Steine. Sind aber allerdings schon interessante Anhaltspunkte. Ich werde auch da irgendwo mal eine Route hinlegen, aber auch mal in den monotoneren Bereichen fischen, was vielleicht nicht jeder macht. Und ja, mal gucken, was die Kombination am Ende ausspucken wird. Also wir finden hier drin sehr viele Dreikantmuscheln, also die sind überall, am Schilf, im Kraut findet man die, an den Steinen hängen die dran, auch an den Bojenketten, die hier vereinzelt drin liegen. Und wir haben Krebse und wahrscheinlich auch wie in jedem Gewässer in den Sedimentablagerungen Tobifex und Schlammröhrenwürmer. Alles vorhanden, aber auch eine sehr hohe Anzahl an Karpfen, die hier eingesetzt werden. Also durch vorgeschriebene Besatzmaßnahmen jedes Jahr. Und dadurch entsteht dann schon meiner Meinung nach eine Nahrungskonkurrenz. Und gerade die großen Fische, die wir hier finden, suchen die Angelplätze immer wieder auf und kommen da regelmäßig hin, fressen sich die Bäuchekugel rund, wenn viel geangelt wird. Und das eben macht es relativ einfach, hier was zu fangen. Ich habe es jetzt ein bisschen schwierig getroffen. Das Jahr hat ja sehr durchwachsen begonnen. Es war lange kalt, es wollte nicht richtig warm werden. Wir haben jetzt schon Mitte Mai, Ende Mai eher. Und die Laichzeit hat hier schon begonnen gehabt. Die Fische haben angefangen zu laichen. Jetzt kam ein Kälteeinbruch. Es wurde abrupt kalt. Starker Wind hat das Gewässer umgewälzt. Die Temperatur war vermutlich schon knapp bei 20 Grad. Jetzt aktuell haben wir um die 16 Grad nur noch. Jetzt kann es wieder ein bisschen hochgegangen sein. Heute war es ja schön. Wie gesagt, die Fische haben schon begonnen zu laichen. Dementsprechend beißfaul verhalten sie sich gerade. Prognose steht 50-50. Entweder fangen wir richtig gut, weil die Fische mit dem Laichen aufgehört haben und jetzt noch mal richtig Hunger bekommen haben und reinhauen werden. Oder wir werden eher durchwachsen fangen. Wahrscheinlich, wie ich das so kenne, sehr viele kleine Fische fangen, vielleicht Glück haben und doch den einen oder anderen großen rausfischen. Wir lassen es mal drauf ankommen. Im Allgemeinen habe ich so das Gefühl, dass das Thema Futter viel zu hoch gekocht wird. Ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, was ich den Leuten antworten soll und wie ich ihre ganzen Fragen befriedigen soll, weil sie sich viel zu viele Gedanken darüber machen. Ein Karpfen ist ein Tier und das hat Hunger. Ich vergleiche einen Karpfen immer sehr gerne mit einem Wildschwein. Der schwimmt durch den See, der sucht was, wenn er Hunger hat, frisst er das, was er findet. Und genau da sind wir bei dem wichtigsten Punkt, finde ich. Wenn ein Karpfen was findet, was ihm langfristig schmeckt, dann wird er das wieder fressen und immer wieder fressen und immer wieder fressen und so lange fressen, bis wir ihn damit oft genug gefangen haben.
und der danach im Kochtopf gelandet ist. Was nutzt der Jan Brauns? Also, ich habe mich ja darauf spezialisiert, Boilies herzustellen, die langfristige Erfolge bringen und vom Karpfen akzeptiert werden. Teilweise auch besser akzeptiert werden als natürliches Futter. Also das ist ganz klar so. Die Boilies sind sehr proteinreich, die bieten tierisches Protein, Extrakte, Geschmacksstoffe, die sind abgerundet. Die fressen die Karpfen einfach sehr gerne. Ich verarbeite am liebsten Fischmehl. Fischmehl ist der Grundstoff, der für Karpfen am besten zu verarbeiten und zum Verstoffwechseln ist. Der bringt ihnen einfach am meisten. Das als Grundstoff, gepaart mit Kohlenhydraten in der ausgewogenen Menge, hinzugegeben ein paar Gewürze in Form von Fischprotein, Leberextrakt, GLM, Green Lip Muscle Extrakt, Bierhefe ist ein Gewürz, Knoblauch ist ein Gewürz. Geht ja auch schon in unsere Richtung wieder. Solche Sachen dazu, nicht in der Überdosierung, sondern ich versuche einfach immer ganz gerne den Vergleich zu ziehen. Vollkornbrot, bisschen Butter, Stück Wurst und obendrauf Senf. So eine dünne Scheibe Brot mit so einer dicken Scheibe Wurst schmeckt nicht. Das Ganze schön ausgeglichen mit der ganzen Tube Senf obendrauf in Form des Gewürzes ist auch schon nichts mehr. Also das muss passen irgendwo. Und wenn diese Mischung passt, ein guter Koch trifft die Mischung, dass es schmeckt, dann ist es ein erfolgreicher Köder und erfolgreiches Futter. Und das versuche ich zu machen. Jetzt kommt hier doch ganz schön die Sonne durch. Ich setze jetzt mal meine Sonnenbrille runter. Ich werfe zwar eh schon Falten wie ein Leguan in meinem Alter, aber dass es nicht noch schlimmer wird. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser jetzt. Ja. Also ich wollte mal reinschauen, was in meinen Eimern ist. Also ich hole einfach mal so ein paar Sachen raus. Teig, ne? Mal eine meiner Lieblingssachen. Bestimmt einige schon im Internet gesehen oder auch mal in einem Bericht gelesen. Teig nehme ich unheimlich gerne. Und Boilies. Ne? So, das sind meine Grundstoffe, die ich zum Angeln brauche. Für die gewisse Situation natürlich auch mal Pop-Ups, weiße, gelbe, adaptierte hier. Alle Farben, die man das so mag, was den Karpfen lockt, das ist in meinen Eimern und für die gewissen Situationen eben auch mal ein Liquid. Ich mische da noch gern Pellets rein, ein bisschen Weizen, Vogelfutter, eine Dose Mais und das Ganze mir eben mit einem schönen, hier in dem Fall Freshwater Liquid angemischt. Ergibt dann halt einfach eine super fängige Paste auf gut Deutsch. Ich knete mir dann da ganz gerne raus, ihr fliegen da jetzt hier solche richtig dicken Ballen. So wie das ist hier und dann fütter ich die an, ne? Und da ist dann halt hier der ganze Eimer voll damit. Also das sind schon 6, 7, 8, 9 Kilo drin. Muss man nicht alles auf einmal reinschmeißen, aber wenn man mit 2 oder 3 Leuten angeln geht, dann ist das schon eine vernünftige Menge, um erstmal einen Platz aufzubauen. Was ich beobachten konnte, ist eine ganz spannende Sache. Wenn man jetzt wirklich mal so einen Ballen sich vorstellt, der da unten liegt, oder in der Größe, den kann kein Karpfen mehr fressen. Trotzdem lockt das einfach unwahrscheinlich stark. Die Fische finden das einfach total geil, klar, die brauchen das nicht zerkauen oder zerbeißen. Die können das gerade so reinsuddeln, wie es ist. Das ist einfach richtig easy Nahrungsquelle für die. Jetzt stellen wir uns mal vor, nebendran, neben diesem riesigen Teigballen, den die Karpfen gerne wollen, liegen so ein paar Boilies frei herum. Ja, klar, der Karpfen, der wird als erstes an das Ding dran gehen, was so qualmt und also unter Wasser so smoked und wolkt. Aber wenn sie dann die Boilies finden, dann geht in denen der Schlüsselreiz über, boah, das ist da schon abgefallen von diesen Ballen, das fresse ich jetzt. Ne? Und das ist mundgerecht, das kriegen die weg. Schwupp. Jetzt wird's spannend. Liegt daneben von uns meinetwegen noch ein Schneemann mit einem weißen Pop-Up. Dann ist das einfach ein wahnsinniger Lockeffekt für den Karpfen. Der verliert absolut seine Scheu. Der geht da dran, der verliert auch in seiner Dokterei an diesen Teigballen seine Angst vor der Schnur, die da möglicherweise in der Nähe liegt. Und ja, ist einfach viel, viel scheuloser und beißt auch viel lieber da drauf. Ja? Das ist einfach ein großer Aktivator. Man wird deswegen nicht alle Fische des Sees sofort fangen, aber die Bissausbeute steigt. Also man kann unter vergleichbaren Umständen, ohne Teig zu füttern, vielleicht nur 1 oder 2 Bisse erwarten. Füttert man ordentlich mit Teig an, kann man auch mal 3 Bisse oder 5 Bisse erwarten, was ja mehr ist. Und dahin wollen wir ja. Wir wollen ja das Bestmögliche aus der Situation rausholen. Nichtsdestotrotz haben wir zwischen den Teigballen, die wir da gefüttert haben, auch immer Boilies verteilt. Auch schön großflächig, dass immer was da liegt. Und so sprechen wir einfach alle durchziehenden Fische nacheinander an und kriegen auch regelmäßig Bisse. Richtig gut. Das ist so eine Mischung aus Brasse und Steil.
nämlich am Übergang von einem relativ tiefen, ebenen Bereich, mulchigen Bereich mit leichtem Bodenkraut zu einem Plateau. Das Plateau, naja, es ist halt so eine Erhöhung auf ca. 3,60 Meter, macht einen Tiefenunterschied von 40 cm aus. Würde ich jetzt so nicht als Plateau bezeichnen, aber es ist halt eine Kante und vor allen Dingen ganz interessant, ein härterer Bereich. Und ich versuche jetzt genau an dem Übergang zu angeln, von diesem mulchigen zum harten Bereich. An dem harten Bereich kommt auch mehr Kraut. Der mulchige Bereich hat nur so ein paar Fadenalgen. Und ich habe die Route jetzt seit gestern Abend 18 Uhr da liegen gehabt. Da hatte ich zuletzt einen Fisch. Seitdem war nichts mehr, die ganze Nacht kein Biss. Jetzt habe ich die ganze Sache mal kontrolliert, mal nachzuschauen einfach, wie das da so aussieht. Vielleicht habe ich schlecht abgelegt, aber die lag eigentlich gut. Ein paar Fadenalgen sind dran und ich werde jetzt mal neu ablegen, mal neu beködern vor allen Dingen. Wobei hier der Köder ist noch sehr gut. Das ist so ein Whiteless Hookbait Dickenmittel. Die sind ziemlich resistent gegenüber Krebsattacken. Und ja, sind schwerelos. Finde ich eine ganz coole Sache. Die sinken langsamer ab als ein herkömmlicher Boily. Als ein herkömmlicher Dickenmittelboily, obwohl sie denselben Farbton Ton treffen. Man sieht jetzt, er ist schon ein bisschen ausgewaschen, weil er jetzt halt am Haken war. Ja, der Fisch, wenn er frisst, wedelt da immer ganz gerne rum. Und wenn er dann die Montage da auch mit anwedelt, dann hebt das Ganze so ein bisschen ab und legt sich auch wieder ab und senkt eventuell ein bisschen die Scheu. Also ich nehme sehr gerne hier als Futter die Dickenmittelboilies, 24 mm, teilweise dann auch zum Beifüttern. Das Interessante ist, dass die Fische diese Boilies einfach lieben. Die beißen da einfach sehr gerne drauf. Ich habe auch schon nur mit dicken Mittelboilies gefüttert. Dann läuft das natürlich brutal. Also ich habe da schon langfristig mitgefüttert, aber das geht halt auch echt ins Geld, auch für mich, obwohl ich die Dinger herstelle. Und deswegen habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt wieder und füttere halt viel mit den GLM-Boilies an. Das sind sehr, sehr gute Boilies, die GLM-Boilies. Aber man muss ja auch immer ein bisschen weitermachen und jetzt sind wir eben sehr erfolgreich mit diesen dicken Mittelboilies. Ich füttere die auch einfach nur dazu, schmeiße da eine Handvoll mit da drüber, ein bisschen flächig, dass die Karpfen sich die raussammeln. Die lieben die einfach, also die nehmen die einfach sehr gerne. Ne? Und ja, funktioniert klasse. Ich lege jetzt die Route hier neu ab. Zur Taktik ganz kurz. Das ist die, die auf dem Plateau oben drauf liegt. Der Marc und ich, wir angeln zusammen hier und wir haben das Ganze ein bisschen gestaffelt. Der See ist relativ strukturarm und hat nur ganz wenige Features und eines ist eben dieses Plateau. Das wird jetzt die Plateauroute. Die nächste Route liegt dann in dem Übergang, dann geht es in den mulchigen Bereich über. Die liegt dann im mulchigen drin, aber an der Kante zum Plateau. Der Marc angelt dann mit seiner nächsten Route im glatten, mulchigen Bereich. Und der mulchige Bereich bleibt dann so bestehen bis ans Ufer, an die Schilfkante und geht erst direkt am Schilf steil nach oben ans Ufer. Die Fische ziehen einfach durch diesen Graben durch, zwischen Plateau und dem Ufer. Und wir haben das alles jetzt so ein bisschen abgefüttert zwischendrin mit vereinzelten Boilies und passen die Fische eben ab, wie das Ganze hier passieren. Wir sind ja zur Laichzeit hier und die Fische ziehen hier einfach jetzt wild hin und her, da wir einen Temperatursturz hatten. Und ja, es funktioniert ganz gut, wir haben jetzt schon einige dort fangen können. Sind bis jetzt alle Routen gelaufen. Ich lege die jetzt hier auf dem Plateau oben drauf ab. Beim Tackle halte ich es eigentlich lieber etwas überschaulich. Also ich lege nicht so viel Wert drauf, mengenweise Kram mitzuschleppen, mir den Buckel krumm zu tragen. Für Sachen, die ich vielleicht nachher überhaupt nicht brauche. Also ich habe im Laufe der Zeit gelernt, die wichtigsten Sachen rauszufiltern, die auch langlebig sind und halten. Und das alles so runter zu modifizieren, dass es robust gelagert ist, dass es praktisch ist und dass ich trotzdem genug dabei habe, um vielen Situationen gerecht zu werden. Hier habe ich einmal so einen Dirty Bucket dabei, hier ein praktischer Eimer. Da lagere ich eben meine ganzen Pop-Ups drin, Liquids, was ich halt so nötig brauche. Ist auch so ein kleines Lager einfach. Kann man problemlos einfach draußen vors Zelt stellen, Deckel drauf, regnet nicht rein. Am liebsten hause ich das ganze Jahr unterm Schirm. Die Front bleibt meistens zu Hause. Oftmals habe ich noch so ein kleines Schnakengitter dabei, was ich drüber werfe, wenn die Moskitos kommen. Ich liebe das einfach offen unter der Natur zu liegen und der Wind pfeift durch und ich bin einfach live dabei, was draußen auf dem Wasser so passiert. Schirm hat immer den Vorteil, nimmt wenig Platz weg. Es gibt jetzt auch neue Schirme, die sind ein bisschen weiter, was diese Spinne da oben reduziert angeht. Ja, aber der funktioniert ganz gut und ja, passt. Im Sommer lege ich viel Wert drauf,
keinen Schlafsack mitzunehmen, sondern ich habe einfach nur einen Shroud dabei. Das kann ich in die Liege mit einwickeln. Dadurch habe ich nur die Liege und alles, was ich zum Schlafen brauche, ist dabei. Und das Ding ist auch relativ dick. Das taugt von, sagen wir mal, Mai bis Ende September ist das ausreichend. Liege, Standardprogramm, muss nichts Besonderes sein, soll stabil und robust sein, bequem, dass man halt gut drauf schläft. Ja, dann habe ich hier so eine Tasche dabei, wo mein Essen drin ist. Das reicht meistens für 2, 3, 4 Tage, aber ich war auch schon in der Frankreich-Session, da habe ich auch nicht mehr dabei als diese Tasche. Ist optimal, so 4, 5 Tage zu überleben. Ich stehe einfach drauf, so wenig wie möglich dabei zu haben. Ja, Kocher, ganz alternativ, der gute alte Coleman-Kocher hat mich noch nie im Stich gelassen. Zum Glück bis jetzt. Mit dabei habe ich dann immer ein Kaffeekesselchen. Ist einfach das Wichtigste. Jeder, der mal mit dem Topf Wasser gekocht hat, der weiß, was passiert, wenn das Ding überkocht oder wenn er runterfällt und der Henkel ist heiß. Das passiert halt mit sowas absolut nicht, ist klein. Kann man auch mal sogar eine Suppe drin heiß machen, muss man nur wieder gut spülen nachher. Ist auch mal ein Suppentopf. Dann habe ich hier so eine Allzweckpfanne dabei. Da kann man Nudeln drin kochen, da kann man Suppe drin warm machen auch. Oder auch da, je nachdem, Schnitzel drin braten. Passt für alle Situationen, gibt es am Globetrotter oder im Angelladen. Ja, das war es eigentlich schon, was ich an Geschirr dabei habe. Dann noch Messer, Gabel, Schere, Licht. Sind für kleine Kinder nicht, aber für mich beim Angeln schon. Ja, hin und wieder habe ich auch einen Stuhl dabei, den guten Einbein. Ist mir irgendwann mal beim Biss in großer Eile hier so ein Henkel abgebrochen. Naja, seitdem ist es halt der Einbein. Solange er hält, hält er und ich behalten. Bringt Glück sowas. Ja, was gibt's noch zu meinem Kram zu sagen? Dann habe ich hier Packsack. So ein Ortliebteil, wo meine Klamotten drin sind, Regenklamotten, Wechselklamotten, auch aufs Nötigste reduziert. Das Ding kann ich im Boot liegen lassen oder einfach auf die Wiese feuern, wenn es regnet, passiert da gar nichts. Ja, alles robust gehalten. Ja, was habe ich hier noch stehen? Peli-Case gibt es für Fotos, aber ist halt auch sehr praktisch, finde ich, für Tackle. Manche mögen das immer sehr geordnet mit großen, tollen Tackle-Kisten, 1000 Vorfachmaterialien, alles drin, was das Anglerladen hergibt. Ich halte das einfach immer ein bisschen, ja, manche lachen drüber, ein bisschen bescheidener. Aber das Ding ist praktisch, das ist wasserdicht, das kann ich im Boot liegen lassen, das fällt ins Wasser, das schwimmt sogar, wenn nicht allzu viele Blei drin sind. Und hat mich noch nie im Stich gelassen und ist, ja, halt absolut unaufgeräumt. Ich habe hier einmal ein relativ dickes geflochtenes Material für die gewisse Situation. Dann habe ich ein etwas dünneres geflochtenes Material für die Wurfdistanzen, nehme ich am liebsten eben im Fluorcarbon. Da habe ich eine Spule hier dabei mit 25 Lips, das reicht eigentlich. Diverse Haken, was man so braucht. Meistens ist es bei mir eh nur eine Größe. Ein Schwimmkörper braucht man immer mal, da habe ich auch noch ein paar irgendwo rumfliegen immer, also ein Auftriebskörper, wenn ich vor Wurzeln oder vor Holz angel. Schere natürlich, braucht jeder. Und eine krumme Bollinadel. Ne? So, krumme Bollinadel oder den Corda Puller, kennt auch jeder. Das gute Stück, das ist schon genauso alt wie mein Angeln. Ja, hin und wieder brauche ich sie, wenn die anderen Dinge alle immer wieder abbrechen. Die ist bis jetzt noch nie abgebrochen. Ist so wahr. Ja, was habe ich noch da drin? Ein altes Taschenmesser. Kann man auch als Dosenöffner nehmen. Bolli-Stopper, die guten alten Gartner-Dinge. Keine Verlängerung, ganz rustikal. Ein paar Bleie, ein Modell zum Werfen und ein Modell zum Ablegen. So, ganz einfach, mehr braucht man eigentlich nicht. Ein paar Tubes habe ich auch immer noch irgendwo, aber wenn ich mit dicker monofiler Schnur angel, lasse ich mir die Tubes meistens auch noch weg. Jetzt habe ich die Wirbel vergessen, aber die sind gerade vorhin leer gegangen, da muss ich mal ein paar neue aus der Reserve locken. Aber die habe ich natürlich auch immer dabei. Gut, dass ich das jetzt sehe, dass sie leer sind. Ja, also beim Setup am Ruten-, Rollen-, Bissanzeiger, Banksticks, da lege ich also auf jeden Fall Wert drauf. Das gibt einfach nichts Ärgerlicheres, als wenn man irgendwo unterwegs ist zum Angeln und irgendwas gibt auf oder so funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll oder für was es mal gebaut wurde. Am liebsten baue ich Banksticks auf, wenn das geht. Und mit Banksticks macht man nie was verkehrt. Bankstick kriegt man überall hin, Bankstick kann man variabel einsetzen. Wenn es nicht geht, nehme ich einen Rodpot, klar. Bin ich auch nicht so schön für. Rodpot ist dann praktisch, wenn ich Beton habe oder irgendwas. Aber hier brauche ich keins, nämlich Banksticks. Bissanzeiger. Bei Bissanzeigern habe ich hier die guten Fox NTXR. Meiner Meinung nach besitzen die das beste Funksystem auf dem Markt. Also zumindest von den Bissanzeigern, die ich bis jetzt getestet habe und die ich auch geangelt habe. Diese Dinge habe ich jetzt schon relativ lange, die haben mich noch nicht im Stich gelassen. Super Teile, können eigentlich alles, sind jetzt mittlerweile schon ganz weiß angelaufen. Das finde ich eigentlich ein bisschen kultig. Viele Angler stören sich dran und tauschen die jedes Mal wieder um.
bis sie dann wieder schwarze kriegen und die sind dann wieder weiß. Aber solange sie funktionieren, können sie ruhig weiß werden. Das hat auch irgendwo ein bisschen Stil. Ja, routentechnisch lege ich Wert darauf, dass es eine kräftige, gute Rute ist. In dem Fall habe ich hier auch Fox-Routen, ganz billige Routen. Die kosten, glaube ich, nicht mal 80 oder 90 Euro. Die Warrior S, Korkgriff gibt es auch ohne Korkgriff, was man will. 3-Lips-Routen, 12 Fuß, die sind kräftig, stabil, die können was, die kann man werfen. Und ich bin ehrlich, also heutzutage muss man nicht mal viel Geld für eine neue, für tolle Blanks oder für super Routen ausgeben. Natürlich, wer das will und wer der sein Tackle liebt, kann das auch machen, um Gottes Willen. Also ich will eine Route, die funktioniert, die alles kann und damit bin ich zufrieden. Anders sieht das schon wieder bei den Rollen aus. Also ich bin ein Rollenfetischist. Ich will eigentlich ein Uhrwerk bedienen. Eine Rolle, die ich antippe und die sich da nicht mehr aufhört zu drehen, das ist für mich eine Rolle. In dem Fall sind es jetzt Shimano-Rollen mal geworden. Technium, diese Magnesium-Dinger. Wobei ich die halt gerne dann nehme, wenn ich werfe oder ein bisschen krautfrei angel. In dem Moment, wo ich nach Frankreich an große Gewässer gehe und auf großen Distanzen fisch, nehme ich keine Magnesiumrollen. Beispiel, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber das ist mein Beispiel. Ein Ferrari nimmt man auch nicht, um einen Flug zu ziehen, auch wenn er genug PS hat. Da nimmt man dann doch lieber einen Traktor. Zwinger, da habe ich hier diese guten Fox-Hänger. Der Vorteil bei denen ist einfach, die haben tolle Verschlüsse. Und zwar, ich zeige das mal, da kann ich egal welche Schnurdicke fischen, die hängen sich einfach aus, die fallen bei Wind nicht raus, auch wenn ich geflochtene Schnüre fisch. Also die können was. Eins ist natürlich auch hier, der professionalisierte Karpfenangler muss alles ein bisschen modifizieren. Original hat Fox hier so günstige Blechfedern drin, die dann nach 3, 4, 6 Wochen durchgerostet sind. Und dann gehen diese Daumen innen nicht mehr nach oben. Ich habe einfach vom Kugelschreiber die Federn gekürzt und da eingebaut. Seitdem funktionieren die Dinger wunderbar. Werde es auch nicht mehr hergeben. Absolut toll. Also in dem Fall hier, wo wir mit dem Boot die Routen ablegen, nehme ich dann doch lieber eine bisschen dickere monophile Schnur. Das hier ist eine 38er durchgehende monophile. Vorne habe ich noch monophile Schlagschnur drauf. Ich glaube, das ist eine 55er oder eine 60er sogar. Hier haben wir ja viele Dreikantmuscheln drin und Steine teilweise. Und da ist es mir dann doch schon safe. Zum Werfen tausche ich einfach die Spulen, mache eine 30er drauf. Kann ich mit der Route auch 100 Meter weit werfen. Wenn es noch weiter gehen muss, gibt es auch andere Routen dafür. Also jede Situation hat mittlerweile seinen Tackle. Also bootstechnisch, in dem Fall habe ich eigentlich 3 Boote. Wenn ich ehrlich bin, sogar 4. Ich habe ein großes Schlauchboot mit Aluminiumboden und 15 PS Motor. Brauche ich nur ganz selten. Das Ding liegt auf dem Anhänger. Dann habe ich ein 270er Schlauchboot, wo ich mit einem Elektromotor fahren kann. Nehme ich gerne ein 270er Schlauchboot. Das ist einfach zum Drillen super und man ist sehr flexibel. Alle anderen Fälle, egal ob Fluss, Kanal, Abhang, Böschung, Autodach, draufzurren, Banane kann alles ab. Eine Banane hat man einmal und die hat man bis zum Lebensende. Die gibt man nicht mehr her. In allen anderen Fällen, wenn ich auch keine Banane brauche, dann nehme ich den Invader mit. Das Ding ist einfach so super, das passt ins Auto rein. Ich habe nichts auf dem Dach. Ich pumpe es auf, ich kann es auch als Tackleboot nutzen. Man kann damit drillen, man kann alles damit machen. Das Ding ist flexibel, das ist super. Ja, das sind so meine Sachen, die ich gern benutze. Und ja, das war es eigentlich erstmal so weit, was wir jetzt hier dabei haben. Wir fahren jetzt mal zum Spot. Man sieht, jetzt haben wir hier die 3,80 Meter, 3,90 Meter. Das schwankt eben der Boden. So ein bisschen mulchig ist drüber. Genau an meiner Stangenboje geht es dann hoch. Und ab 3,40 beginnen die Fadenalgen. Genau jetzt. So, und genau hier haben wir die Fadenalgen. 3,40. Und oben auf dem Sockel vom Plateau ist wieder alles sauber. Und wir angeln am Fuß und eine auf dem Sockel. Die Fische haben jetzt mehr auf allen Routen gefangen. Ich denke, dass noch mehr beißen wird, bis wir hier fertig sein werden. So, habe ich mir das nochmal angeguckt hier hinter der Stange. Unverändert, das Kraut ist immer noch da, also hier haben die Fische wohl nicht gefressen. Jetzt sind wir unten auf dem Fuß. Und jetzt haben wir den freigefressenen Bereich. So, und hier werde ich jetzt mal die Route hinlegen. Normalerweise fische ich, wenn ich vom Boot ablege, ein Braid, also geflochtenes Material, weiches. Wenn ich werfe, nehme ich immer Monophile. Das verheddert einfach überhaupt nicht. In dem Fall jetzt beißt es wirklich gut, die Fische haben den Platz voll angenommen.
Ja, ich hatte vorhin auch schon mal Bresen an Düdler, weil wir hier mit Teig gefüttert haben. Um der Sache halt aus dem Weg zu gehen, dass die Brassen mir eventuell das ganze Fett hütteln, habe ich jetzt ein monophiles Vorfach gebunden, was einfach schön steif ist, aber wunderbar einen super Hakeffekt hat. Ups, und unten ist sie. Ich fütter jetzt auch nicht mehr so viel. Hier gerade ein paar 24er dicken Mittelboilies drumherum. Fische sind schon da gewesen, die wissen, wo es was Feines gibt. Bisschen großflächiger was. Und ein Leckerli gibt es auch, bisschen Teig. Beim Zurückfahren klemme ich mir die Rute einfach gerne zwischen die Beine, fahre rückwärts in die Richtung, wo ich hin will. Dann habe ich immer die Kontrolle über die Schnur, wie sie abläuft. Also wenn es da irgendwo mal hakt, kann ich da eingreifen. Ich hasse nichts mehr, als beim Zurückfahren eine hakende Spule zu entdecken und habe die Montage am irgendwie sonst wo hingezogen. Gerade wenn man so hier in so einem Gewässer, in diesem Baggersee, sind viele Fadenalgen drin und da ist es unumgänglich, dass die sich einfach auf die Schnur ziehen, wenn man da einen Fisch drillt. Mittendrin hängen die dann, die trocknen dann an und dann bilden die genau diese Kruste auf der Schnur, wo dann die Schnur dran hakt und festgeklebt ist. Dann kriege ich Tobsucht, Plack, Hass. Kann man nachts die Route nochmal neu fahren, wenn nichts beißt. Nach bislang 10 kleineren Fischen beginnt der dritte Tag schon in einer besseren Gewichtskategorie. Das ist der zweite bessere Spiegler für mich an diesem Morgen. Jan hatte auch einen tollen Fisch heute Nacht. Einen Tag haben wir noch. Hoffentlich geht's so weiter. Genauso haben wir es uns erträumt und jetzt läuft das. Super. Wie gesagt, es läuft. Jetzt sind alle Routen abgelaufen, keine mehr im Wasser. Deswegen helfe ich jetzt Giuliano erstmal auch nicht, sondern guck, dass die anderen drei Routen wieder ausfahrfertig werden, dass wenn Giuliano zurückkommt, hoffentlich mit einem dicken Fisch, wir anschließend gleich alle Routen nochmal legen können. Denn diese heiße Beißphase muss jetzt unbedingt ausgenutzt werden. Come on.
Kletterspiegler mit knapp 18 Kilo. Was will man mehr? Eben mit diesen sturmartigen Böen und dem Regen war es echt schwierig, die Routen akkurat abzulegen und dann auch Fische zu drillen, weil wir ganz, ganz viele von diesen Fadenalgen und etwas Bodenkraut hier im See haben. Aber mit der richtigen Montage und den richtigen Haken bekommt man die Fische. Die Verlustquote ist gegen null bei uns. Ist er, mein dicker Spiegler. 19,6 Kilo, perfektes Tier und unterstreicht die coole Session hier. Wir haben eine super Zeit. Also viele fragen mich, ob man mit so einem Boot gut drillen kann. Ich kann das sehr gut. Also man sieht, ich ziehe mich dann erst an den Fisch ran und wenn ich dann bin, drille ich über den Heckspiegel. Da hat man wunderbar Stabilität, kann auch mal hingreifen. Und man muss halt ein bisschen das Gefühl entwickeln, dass man sich mit dem Boot nicht zu sehr mitdrehen lässt. Also immer schön dagegen halten, wenn es sich in die Richtung dreht. Aber wenn man das mal raus hat, dann macht das halt einen Haufen Spaß. Und die Bremse schön locker einstellen, den Fisch mal ziehen lassen auch. Das gibt einen Haufen Fun am Gewässer. Das ist auch wieder einer von der kleinen Fraktion. Aber man kann ja nicht nur große fangen. Es macht auch keinen Spaß, nur große Fische zu fangen, finde ich. Also mir macht es einen Haufen Spaß, das zu fangen, was im Gewässer drin ist. Es sieht auf Fotos immer nur so aus nachher, wenn man da immer dann da postet, die dicken Teile, denken alle immer, man fängt nur große Fische. Aber dass man dazu auch einen Haufen kleine gefangen hat, die man auch alle gut behandelt hat und über die man sich gefreut hat, das vergessen dann auch viele. Steht dann auch gerne ein falscher Eindruck, aber man sieht auch, ein kleiner Fisch kann einen Haufen Spaß bereiten. Bei dem Wetter auf dem See, mit dem Invader drillen, mehr geht einfach nicht. Klares Wasser, der Fisch. So, der hat auch wieder auf den Vital Fuckbait gebissen hier. Da ist natürlich Dickenmittel drin, aber wie gesagt, manchmal wird das auch zum dünnen Mittel. Rank und schlank und bissig. So. Jetzt kechere ich das Teilchen ab hier. Schwuppdiwupp, alles erledigt. Super geil. Das Wetter ist jetzt wieder umgeschlagen. Gestern war es sehr regnerisch und stürmisch, davor ja absolut warm. Und ich habe vor allen Dingen jetzt einen hier meiner Zielfische gefangen. Freue mich gerade riesig darüber, den auch noch zu erwischen. Also top, besser hätte es fast nicht laufen können. Und das Beste ist, ich habe da noch einen richtig schönen Fisch gefangen. 21,5 Kilo.
auch ein Unikat. Und wir haben, ich denke, 15 Fische über 30 Pfund gefangen, über 15 Kilo. Das ist für den See auch ein super Ergebnis. Und auch sonst, es hat einfach in einer Tour gebissen. Das ist absoluter Hammer. Thank you.